Freunde, wenn ihr das hier seht, dann wisst ihr, um was es geht. Heute ist Sonntag, der 20. September und wir wollen schnelle Brötchen backen. Und mein Sohn schläft noch, es ist jetzt 9.22 Uhr. Mein jüngster Bruder hat heute Geburtstag. Happy Birthday, Bruder. Brüderlein, ich wünsche dir alles Liebe zum Geburtstag. Aber wir sprechen uns noch. So, wir brauchen, pass auf Leute, für die Brötchen brauchen wir 500 Gramm Mehl. Ja, weil Omi sagt, durchsieben ist immer besser. Sieben wir das Mehl durch. So muss ich das hier erstmal anmachen. So, und jetzt das Gramm. Gramm ist richtig, Maus? Gramm ist immer richtig. Ist null. Also ist auch Tara drin. Ja, ist auch drin. Nee, gut, okay. Ein Teelöffel Salz, ein Teelöffel Zucker, 350 Gramm Joghurt, halbes Glas Milch. Ja, gib mir mal. So. Ja. So, dann kommt rein ein Teelöffel. Ein Teelöffel Salz. Ein Teelöffel Zucker. Ein Teelöffel Backpulver. Okay. Teelöffel Backpulver. Gib mir, lass zu, mach mir rauf. Ein Teelöffel Zucker. So. 350 Gramm Joghurt. Kann ich das hier raufstellen und dann auch Tara machen? Mhm. Kann eventuell ein bisschen dauern. So. Dann ab und zu nochmal. Jetzt. Ist Tara? Gramm. Okay. So, 350 Gramm. Huch. 350 Gramm Joghurt kommen jetzt da rein. Wie viel sind das? 550. 134. 186. 187. Warte, wie viel? 350. 350, also. Das ist ja auch nicht genug. Da muss noch rein. 310. Oh, wer reicht so? Ja, der Alte hier. Also der Alte. Nicht der Alte, sondern... Nee, ganz nicht. Hm. Ne? Bin doch noch nicht fertig. Willst du denn hier einen Weichheit haben? Dim, dim. Da hab ich auch noch mal Glück gehabt. So, dann kann der... Ne? So. Halbe Glas Milch. Pass mal auf. Na, ist die noch gut? Wann ist die? Von wann ist die? Bis, guck mal, die war bis. So zeige ich euch mal. Bis zum 13.09. war die haltbar. Wir haben heute den 20. und die ist immer noch gut. So viel dazu, ja. So viel mal drin. Ja, kann man eventuell, wenn es zu wenig ist. Und jetzt wird die ganze, der ganze Teig geknetet. Und wenn er fertig geknetet ist, dann sind wir zurück. So, den haben wir jetzt angeknetet in der Maschine. Wer keine Maschine hat, man kann ihn von Anfang an mit Hand kneten. Ne? Ist aber ganz schön aufwendig. Ist auf, also, naja, nicht aufwendig. Ja, aber das macht sie auch in dem Rezept. Ja, ja, ja. Sie knetet den mit der Hand. Ja. Und so, Omi knetet den jetzt mit der Hand weiter, bis er richtig schön homogenen Teig hat. Ist der gut? Ist gut.
Brauchst du noch mehr? Eventuell jetzt zum... Zum Kneten, ne? Mhm. Na, versuch erstmal. Naja, gib dir noch ein bisschen. Ich glaube, du musst mir mal meine Armband abmachen. Mach da so ein bisschen rüber. Mhm, du musst erstmal... Doch, ja, siehst du. Kannst du mal das feuchte Tuch drunter legen? Das hier? Ja. Bitte? Dankeschön. So. Praktisch. Oder du kannst so gleich ausrollen, so eine lange Kette rollen. Also dann machen wir immer so ab und dann formen wir kleine Brötchen. Ja. Aber du müsstest mir erstmal das Blech rausholen. Ja. Ich will mal das. Hm? Holst du mir mal das Blech raus? Ja. So, dann machen wir nämlich hier, weil hier immer so ein bisschen ab. So. Dann rollen wir hier so kleine Brötchen. Da können wir zwei draus machen. Teilt man das so. Man kann so kleine machen, man kann aber auch große machen. So sehen sie jetzt aus. Jetzt habe ich mir hier Olivenöl reingemacht. Und jetzt machen wir hier überall noch so ein bisschen Olivenöl drauf. Ja, Sesam. Wenn ich musste mal hier unten drin gucken. Oder da ist nichts, ne? Nee. Die müssen auch nicht ruhen oder so, sondern die sind gleich. Dann sind die hier unten drin. Ist der Sesam da unten drin? Oh Gott. Ich hatte Sesam, hab ich mir extra mitgenommen. Aber ihr wisst ja, wie das ist, ne? Im Haushalt, im ordentlichen Haushalt findet sich alles wieder an. Dann gehen sie so rein, jetzt schneiden wir sie noch an. Machen wir hier noch so ein... So. Und die gehen jetzt. Ist alle draus? Ja. Ja, alle draus. Mhm. Die gehen jetzt für 15 Minuten bei 200 Grad Umluft, Heißluft. 200? Mhm. Bitte. Seid gespannt, wir sind es auch. So, ihr Lieben, sie sind fertig. Sie sind noch heiß. Von unten sehen sie so aus. Schön kross. Man kann sie auch länger, wer sie dunkler mag, kann sie länger drin. Aber sie waren jetzt 20 Minuten drin, ne? Ja, sie waren jetzt 20. Also ihr müsst nach 15 Minuten müsst ihr auf jeden Fall gucken, je nachdem, wie ihr sie haben wollt. Farbig, nicht farbig, hell, dunkel, wie auch immer. Und ja, wir können ja mal eins... Ja, das Messer hast du doch da. Eins, schnell, da eins oder brechen, abbrechen.
abbrechen. Heiß. Muss ich meinen Sohn holen. Die Kleine sollst du bald machen. Ich schneide es auf. Oder an und jetzt brech auf. Ja. Sieht gut aus. Guck mal. Schön fluffig und heiß. Sieht gut aus, Maus. Ja. Sieht gut aus. Ja, das könnte ja noch ein bisschen stehen bleiben. Ja, und dann ja genau. Also wie gesagt, schnelle, leckere Sonntags. Wir hätten noch ein bisschen Mehl, dann würden sie so aussehen. Ein bisschen Mehl auf gestreut. Nee, hätte Fahrradkette. Hätten wir machen können, haben wir ja. Aber nicht gemacht. Also wie gesagt, schnelle Sonntagsbrötchen. Lecker sind sie, weil wir haben schon eins gekostet vorhin. Ja, können wir euch auch nochmal zeigen. Richtig fluffig sehen sie aus. Und jetzt kostet noch mal. Jetzt ist es ja nicht mehr heiß. Mhm. Wir können jetzt noch im Stehen ein bisschen und gut ist. Genau, auskühlen. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Wo ist er denn? Wo ist mein Daumen? Da. Oh. Und wenn nicht, dann nicht. Ich habe gestern meine Nägel gemacht. Guck mal hier mit Kettei. Ja. Wie gesagt, Daumen nach oben oder Daumen runter, je nachdem, wie ihr das möchtet. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und was sagen wir denn, Maus? Tschüss!